Hallo. Hallo? Ja. Schönen guten Tag. Sabine Weber ist mein Name. Vom 5. Marketing aus München melde ich mich. Ja. Spreche ich mit Hans Maulwurf? Ja, einen Moment bitte, ich hol den. Ja, bitte. Hallo, schönen guten Tag. Sabine Weber ist mein Name. Vom 5. Marketinggesellschaft aus München melde ich mich. Ja. Ich habe Sie angerufen, um zu sagen, dass in 3 bis 4 Tagen per Post die Unterlagen für die neue Kreditkarte bekommen können. Die Karte ist schufa-frei und auch bei schlechterer Bonität möglich. Das Wichtigste ist, dass Sie ohne Jahresgebühren und ohne Monatsgebühren, und es gibt keine Zinsen, und es gibt keine fixen. Junge Frau, können Sie bitte ein bisschen langsamer sprechen? Ich kann nicht so gut hören. Okay, kein Problem. Ja, Überhaupt kein Problem. danke schön. Wir sind Vertriebspartner von Mastercard. Es geht Ja, um die neue Kreditkarte. Kreditkarte. Ja, die Ja. Kreditkarte ist schufa-frei und auch bei schlechterer Bonität möglich. Bei was bitte? Das schlechterer Bonität möglich Na, und das habe ich schufa-frei. ja nicht. Ich habe ja immer gearbeitet. Oh, ja, ich sage nur die Konditionen, um Ach was so. geht. Entschuldigung. Kein Problem, kein Problem. Sie ist ohne Jahresgebühren und Monatsgebühren. Ja. Sie haben einen Kreditrahmen von bis zu 7.777 €. Oh, das ist ja eine sehr schöne Zahl. Ja, und die einzigen Kosten, die auf Sie zukommen, ist eine einmalige Ausgabegebühr von 149,90, Von wie viel? die Sie 149,90. Das ist ja doch ganz schön teuer. Ja, aber Sie haben keine Jahresgebühren und keine Monatsgebühren. Das sind die Ach einzigen so. Kosten. Was kostet das denn normal im Monat? Ja, wenn es aufgerechnet aus Monat und Jahr, ja, ist mehr als 149,90 Oh, das heißt, jeden das Monat. spart man im Prinzip. Ja. Und wie ist das dann, wenn man da so sich quasi das Geld leiht? Wann muss ich das zurückbringen? Wenn Sie es möchten, es gibt keine fixen Ratensätze. Oh. Sie entscheiden, wann Sie das Geld zurückzahlen, wenn Sie es können. Zum Beispiel nehmen Sie 500 €. Ja. Und einen Monat zahlen Sie 10 € zurück, einen Monat 100 €. Ach Das ist so, ganz bei Ihnen. das ist ja sehr gut, weil das kann ja doch immer mal was passieren und dann kommt man da leicht in Probleme. Aber das ist bei Ihnen ja sehr gut organisiert. Ja, und Ja. Sie wählen die Bank aus. Wir sind Vertriebspartner von Mastercard, aber Sie wählen die Bank aus, bekommen die Unterlagen und den Voucher zur Aktivierung der Karte. Was meinen Sie mit, ich wähle die Bank aus? Ja, Sie können die Bank auswählen, in welche Bank Sie möchten. Wir sind Vertriebspartner von Mastercard und wenn Sie den Voucher bekommen und den ausfüllen, dann können Sie den Kredit beantragen und dann Ja. wählen Sie die Bank aus. Das ist ganz bei Ihnen. Das heißt, muss ich jetzt, kann ich zu jeder Bank hingehen, um quasi das Geld zu empfangen? Ja. Das ist sehr gut, weil ich habe hier vor Und Ort ja nur die Sparkasse und die sind bei ja, solchen Sachen immer ein bisschen problematisch sonst gewesen. die Darum Sparkasse geht. wollte ja darum jetzt eine Kreditkarte haben, weil die wollen mir da ja im Prinzip keinen Kredit geben. Ja, die Sparkasse geht auch. Und Sie haben natürlich, wenn Sie nicht zufrieden sind, ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Das heißt, wenn mir das Geld nicht ausreichen sollte, kann ich das zurückgeben? Ja, Sie haben einen Kreditrahmen von bis zu 7.777 €. Ja. Das ist der Kreditrahmen. Kann ich denn dann auch weniger nehmen oder muss ich das so viel nehmen? Sie können auch weniger nehmen. Ist das auch frei wählbar? Ja. Das ist ja wunderbar. Und was hat man bei das für Zinsen? Was muss man da bezahlen? Es gibt keine Zinsen. Gar keine.
Ja, das ist das Gute an dieser Kreditkarte. Es gibt keine Zinsen. Ja, wie können die sich das denn leisten, wenn die Leute keine Zinsen bezahlen? Das ist ja Können Sie? phänomenal. Ja. Da muss ich erst so alt werden, dass ich sowas noch erlebe, dass jemand mal was verschenkt. Ja, Sie zahlen 149,90. Es ist Ja. nicht ganz ein Geschenk. Aber ist das dann nur für erstes Jahr oder ist das dann immer so? Für zwei, Sie haben eine Jahresgebühr von 99,80, aber die schenken wir Ihnen. Darum zahlen Sie nur diese einmalige Ausgabegebühr von 100, fast 150 Euro. Ach, und dann muss ich niemals diese Jahrespauschale entrichten. Ja. Das ist ja grandios. Und wann wäre das bei mir? In 3 bis 4 Tagen können Sie die Unterlagen und den Voucher zur Aktivierung der Karte bekommen. Das heißt, da muss ich dann die Karte erst noch, wie muss ich die denn aktivieren? Sie füllen den Voucher aus und dann beantragen Sie den Kredit in der Bank. Also ich gehe mit dem Brief, den ich von Ihnen bekomme, werde ich zur Bank hingehen. Ja, Und und dann dann bezahle ich, beantragen. dann überweise ich da diese Gebühr und dann kann ich einen Kredit bekommen. Sie bezahlen die 149,90, Ja. wenn die Unterlagen da sind, per Nachname. Ach so, direkt hier beim Achim, der die Briefe bringt. Ja. Das ja, das kann man denen den Geld anvertrauen. Der hat doch seine Frau betrogen. Ist Das ja. weiß ich nicht, aber es ist so, per Nachname müssen Sie bezahlen, wenn die Unterlagen da sind. Ja, und dann nehme ich das und fahre zu den Herrn Ulrich von der Sparkasse. Ja. Und der kann mir dann das Geld geben oder muss man dann warten? Sie müssen warten, dass er, Sie müssen erst den Kredit beantragen und dann in ein paar Tagen können Sie das haben. Ja, kommt das Geld dann auch per Nachname oder kriege ich das aufs Konto? Aufs Konto. Ja, müssen Sie dann noch die Bankverbindung notieren? Hallo? Hallo. Hallo. Junge Frau, Junge Frau, können Sie mal bitte den können Sie mal bitte Lautsprecher den ausmachen? Lautsprecher ausmachen? Kommt das Geld auf der Karte, wenn Sie das beantragt haben und bekommen Ja. haben, dann haben Sie auf der Karte das Geld. Warum war denn die Leitung gerade unterbrochen? Das weiß ich nicht. Es war vielleicht ein Systemfehler. Heute spinnt das. Ja, können Sie mal den Lautsprecher ausmachen? Hören Sie mich doppelt? Ja, dreifach. Habe ich. Und jetzt? Warten Sie Auch mal. wieder. Jetzt ist es leiser geworden. Das ist Check, Test, Test, Test. Immer noch. Hören Sie mich jetzt? Hallo? Hallo, hören Sie mich jetzt? Ja, aber ich höre mich selber dreifach. Darum. Ich hab das ausgemacht, aber ich weiß nicht. Vielleicht Was haben wegen der Sie Leitung. ausgemacht? Den Lautsprecher, aber ich glaube, Warum nur haben einen Sie Moment. überhaupt einen Lautsprecher an, wenn Sie mit Kunden reden? Und jetzt Hallo? hören Sie mich jetzt besser? Ja, ich kann Sie sehr gut hören, aber ich höre mich halt selber immer. Oh, das weiß ich nicht. War Ja. Und jetzt? Test, Test, dreifach. Ich kann Sie auch Können in einer Sie Minute anrufen. noch mal zurückrufen? Ja, kein Problem. Ja, weil das ist sehr, sehr lästig. Oh, ich glaube nicht, dass die noch mal anruft. Aber wir können ja mal eine Minute warten. Ich erzähle euch aus meinem bewegten Leben als Schweinebauer. Das fing ja im Prinzip vor langer Zeit an. Ich kann mich da gar nicht mehr so dran erinnern, wo die mich da auf die Welt gebracht haben. Aber ich glaube, da waren auch schon Schweine. Oh, da ruft sie zurück. Hallo? Hallo? Ja? Ja.
Hören Sie mich jetzt gut? Ich kann Sie sehr gut hören, aber mich selber halt auch. Ja, das glaube ich wegen der Leitung. Daran kann ich nichts machen. Ja, das ist in Ordnung. Dann müssen wir halt langsam sprechen. Ja, kein Problem. Ja. Sind Sie interessiert, dass ich Ihnen die Unterlagen schicke und den Voucher? Das ist ja immer gut, wenn man was umsonst bekommt. Ja, nicht umsonst, aber... ja, aber Sie müssen, wenn Sie die Unterlagen bekommen, müssen Sie gleich bezahlen. Ja, das ist ja hier bei den Achim. Ja, beim Nachname, beim Postboten, oder? Ja, ist das auch machbar, das zu überweisen? An wen überweisen? Ja, zu Ihnen, weil ich denen nicht vertraue. Das geht nicht, es geht nur über Nachname, per Nachname. Das ist ja schrecklich. Ja, dann muss mir das so ja... Schlimm? Ja, das ist halt... Ist er so schlimm? Ja, natürlich, der hat ja seine Frau betrogen und das ist ja im Prinzip die Enkelin von meinem Bruder. Ah, verstehe ich. Ja, das kann man ja nicht unterstützen. Na klar nicht. Das ist nicht in Ordnung. Wie viele Leute hören jetzt eigentlich gerade zu? Wie viele Leute? Ja. Im Gespräch sind nur zwei. Nur, Sie und ich. Ja, ist der Herr Turzinovic auch in der Leitung? Nein. Und der Herr Tagger? Nein. Der auch nicht? Nein. Wie ist der heute bei der Arbeit? Kann ich mit Ihnen sprechen? Nein, heute ist er nicht da. Wer leider. Denn? Welcher? Hallo? Ich bin jetzt nur... Hallo? Ja, welcher Kollege ist heute nicht da? Oh, jetzt hat sie aufgelegt. Jetzt hat sie es wohl bemerkt. Ja, Edin Turcinovic, falls ich das richtig ausspreche, ist ja im Prinzip der Chef von 4 und 5D Marketing und ihren Betrügereien, die da aus Bosnien heraus betrieben werden. Und der Herr Daniel Tagger ist ja im Prinzip derjenige, der da versuchte, mich an Telefon zu erpressen mit seinen 3 Kreditkarten. Und dann, dass er mir hinterher drohte, da mich zu schlagen im nächsten Anruf. In anderen Anrufen, das habt ihr ja vielleicht schon gehört, da waren die mal die Kollegen von der Postbank und mal hat man das Geld geschenkt bekommen und all solche Verbrechereien. Diese Masche ist momentan wieder sehr aktiv. Das liest man ganz viel bei Facebook und bei Portalen, die vor solchen Betrügereien warnen. Ihr könnt dieses kurze Video, das ich mit Absicht sehr nüchtern gehalten habe, ohne Ausraster von Dimitri oder mit Schwachsinn von Rakes, gerne einmal ein paar Freunden zeigen, damit die wissen, wie diese Masche funktioniert und da nicht drauf reinfallen. Weil gerade für arme Menschen sind diese 150 Euro für eine nutzlose Kreditkarte natürlich herausgeworfenes Geld. Und vor diesem Unheil kann man Menschen doch bewahren. In diesem Sinne wünsche ich euch einen fröhlichen Maulwurf. Karte. Wie bitte? Sind Sie an der Kreditkarte interessiert? Sind Sie von der gleichen Firma? Ja, natürlich. Warum hat die Dame denn aufgelegt? Weil die Verbindung war weg, Herr Maulwurf. Deshalb. Ja, haben Sie da so schlechte Computer drüben in Bosnien? Wo? In Bosnien. Wo ist in Bosnien? Ja, was ist in Bosnien? Das ist so ein Land, da sitzt der Herr Turcinovic und er versucht da seine Kreditkarten an Mann zu bringen. Haben Sie vielleicht auch schon von gehört? Wie heißt der? Wie heißt der? Ja, googeln Sie doch mal Ihren eigenen Firmennamen, dann werden Sie das doch sehen. Wie heißt der, dieser Mann, der in Bosnien sitzt und die Kreditkarten in ja, Turcinovic, sagten ja. Sie? Ja. Sind Sie Wissen das? Sie was, Herr Maulwurf? Wissen Sie was, Herr Maulwurf? Ich weiß einiges. Ja, lecken Sie mich mal. Ja. Bitte, so, aber richtig. Ja, dann kommen Sie und hierher, können, ja. Dann können Sie das machen. Ja, ja, ich habe schon meine Hose runtergemacht. Ja, das ist Sie sehr Sie können schön. Auch kommen. Ja, soll ich Ihnen die Webcam anmachen? Ja, können Sie ruhig. Ja, können Sie dann die Adresse von der Webcam eintragen?
Ja, kann ich. Und die Das können wir dann auch einkommen und blasen. ist www. www. Telefon. Telefon. Ziege. Ziege. Ja, Punkt, Punkt, Sie haben komm. schon mal. Warte, Herr Mawuf, warte, Kumpel. Erinnern Sie sich vielleicht an diesen Denglisch, den Sie auf YouTube gepostet haben? Natürlich, das war einer der dümmsten Ja. Menschen, mit denen ich je gesprochen habe. Was einer der dümmsten Menschen, mit dem Sie gesprochen haben? Ja. Warum war er denn so dumm? Warum denn? Ja, das waren doch Sie. Nein! Nicht. Nein! Aber das ist ein Bekannter von Nein! Ihnen, der sitzt wahrscheinlich daneben und hat auch seine kleinen Eier in der Hand. Kleiner Ei in der Hand. Bist du Ja, auch so warum machen Sie ein das? Fanboy? Ja, ich Ja. mag es, die Leute zu verarschen, so wie Sie. Ja, das Ding ist, die Leute, die ich verarsche, verarschen andere Leute. Ja, ganz genau, das mache ich auch. Ja, sie verarschen andere Leute, das weiß ich, Ja, darum. erinnern Sie sich noch an Herrn Bauer? Da weiß ja, was sie sich immer für Namen ausdenken, die kann ich mir ja nicht alle merken. Ja, weil Ist doch wahr, oder Ist doch nicht? wahr, oder nicht? Jetzt hat er mich schon Ja, wieder Sie auf haben recht, Lautsprecher. wirklich. Nee, habe ich nicht auf Lautsprecher, kein Nicht? Lautsprecher. Habt ihr da kein Geld für? Nein. Das ist ja sehr traurig. Da müssen Sie die Ja, das ist sehr Abzockmasche noch ein traurig. bisschen verfeinern. Und wie sagen Sie, dass dieser, der die Mastercard heißt, der Chef Tukinovic, wie? Ja, Edin. Edin, ah. Ja, und was ist Ihr De Feldname? Ja, mein Name ist Decker, Thomas Decker. Ja, ist klar. Ja, wirklich, Kumpel. Ja, Dann hast du die starte ich Seite jetzt. schon offen? Du kannst mir über das Kontaktformular mal ein Bild von dir schicken. Und Ja, kann ich wie machen, lange überhaupt. machst du das schon? 4 oder 5 Jahre bin mir nicht ganz sicher. Ja. Sie meinen, wie lange ich die Menschen verarsche oder was? Ja, natürlich. Was anderes interessiert Ja, mich ja nicht. 4, 5 Jahre, weiß Das nicht ist ja genau. schrecklich. Nee, das ist gut. Wissen Sie warum? Na? Weil so viele geile Weiber mit mir zusammenarbeiten und dann rapsche ich sie immer so an Ja, aber und Sie so geht können. mir die Zeit schneller vorbei. Ja, aber Sie können ja nicht sowas machen. Ach, kann ich eine Mopedkuh machen? Doch, doch, kann ich. Nein, das ist Ich aber kann nicht machen, sehr was ich will. freundlich. Aber die wollen das. Ja, Die wollen die können die. das? Ja, sie macht das dann, wenn ich die anpacke und so. Das ist ja sehr interessant. Können Sie mir da auch mal Bilder schicken? Wie ich sie angrapsche und so. Ja, und Videos. Oh, Videos. Ja, ich frage mal meine Kollegin, ob sie mit mir ein Video dreht. Drehen wir ein Video und schicken den Herr Maulwurf eins? Sicher? Komm her, dass der Maulwurf das auch hört. Ja. Sehen Sie? Wir Hallo, machen. junge Frau. Ist Ihre Mutter stolz Kein auf Sie? Problem. Ja, ich habe schon zwei Arbeit schon, finanziere mich alleine. Was machst du? Ja, ich verarsche die Leute. Ja, und wie viel Umsatz macht ihr so am Tag? Ja, heute habe ich um die 100, warten Sie mal, ich guck mal. Heute habe ich um die 350 Euro verdient. Ja, auf Provisionsbasis macht ihr das, ne? Ja, ganz genau. Und was kriegst du für so einen Abschluss? 200 Euro. Ja, das passt ja. Das ist ja ganz ordentlich. Das ist ja aber mehr, als Ja. ihr für die Karte verlangt. Ja, natürlich. Womit verdienen die denn das Geld dann? Kommen, sind da doch Gebühren drin? Oder schickt ihr den Ja, Leuten einfach natürlich. Okay, Herr weißes Maulwurf, Papier? ich muss jetzt arbeiten. Der Arbeit, dieser Drecksack, da ruft er doch tatsächlich nochmal an, um sich zu entblößen. Sehr gut, meine Freunde.